Oh, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Fantastische Projekt, der Videokanal. Ich bin immer noch im Hotel Balrog und es geht immer noch um die lustige Taschenbuchreihe Thema Fantasy. Heute geht's um den letzten Band, den Band Nummer 6. Ja, und dieses eine Buch hat noch gefehlt, um das Rückenbild der 6 Fantasy-Bände zu vervollständigen. Über die Aufmachung gibt es nichts Neues zu sagen, sie ist edel wie bei den anderen Bänden. Vielleicht sollte man erwähnen, dass dieses Buch mit fast 400 Seiten zu den eher dickeren der Reihe gehört. Das Buch enthält nur eine einseitige Geschichte von Ritter Franzelot, die eine Erstveröffentlichung ist. Der gesamte Rest nimmt die sogenannte Drachenland-Trilogie ein. Und für die Puristen, die Teile dieser Drachenland-Trilogie wurden allesamt schon mal in der Reihe Lustiges Taschenbuch veröffentlicht. Und einer der roten Fäden dieser Trilogie ist, dass sie von einem Barden erzählt werden. Dieser Barde wird von dem mürrischen Publikum auch ab und zu mal mit Obst beworfen, was, wie wir gleich sehen werden, nicht ganz unverdient ist angesichts der Geschichten. Der erste Teil trägt den Titel Drachengold und ist schon erschienen im Lustigen Taschenbuch Nummer 197. Sie spielt im fernen Reich Drachenland. Seine Macht verdankte es der Umsicht seines Königs Dagobertur des Großherzigen, sowie den Heldentaten seiner tapferen Ritter, als da waren Gustavus der Glückreiche, Ritter Franzerich der Wohlbeleibte, Ritter Dusselbart der Zögerliche und Ritter Donaldus der Sturzreiche. Ja, die Rollen sind damit also festgelegt, genauso wie in Entenhausen. Denn auch Dagoberto der Großherzige ist alles andere als großherzig. Denn obwohl er, wie sein Gegenstück in Entenhausen, ebenfalls in Geld schwimmt, hat er Angst davor, am Hungertuch zu nagen. Unablässig schickt er seine Ritter los, um neue Schätze heranzutragen. Doch das reicht ihm nicht. Im Frühjahr steht nämlich der Bau eines Bewässerungssystems an und er befürchtet, dass er dadurch an den Bettelstab gerät. Doch Magister Primus findet eine alte Legende über drei Drachen, die in einer Feuerkugel vom Himmel gekommen waren. Sie versteckten die Feuerkugel mit ihren Schätzen darin in der Erde, und zwar so gut, dass sie später selbst nicht wiederfanden. Um an den Schatz heranzukommen, braucht man drei Teile eines Schlüssels. Dagobertus schickt also seine drei Ritter los, um die drei Teile des Schlüssels zu besorgen. Derweil haben die Knappen Tikus, Trikus und Trakus... Tikus, Trikus und Trakus. Okay. Die Knappen Tikus, Trikus und Trakus und die Prinzessin Dolina beim Spielen eine merkwürdige Höhle entdeckt. Darin finden sie unter anderem einen merkwürdigen Energiekristall. Diesen kann der Mechanikus Meister Düsentrieb gerade brauchen, denn er soll die drei Ritter für ihre gefährlichen Expeditionen ausrüsten. Und so machen sich Gustavus, Franzerich und Donaldus auf den Weg ins Abenteuer. Das ist nur der Hauptstrang der Geschichte. Sie ist sehr umfangreich und enthält einige Nebengeschichten. Sie ist lustig und spannend geschrieben, auch wenn, naja, sagen wir mal, die letzte Wendung jemand, der sich im Metier der Fantastik auskennt, schon vorausahnen kann. Der Schluss bietet aber immerhin noch eine kleine Überraschung und außerdem hat die Geschichte ein offenes Ende.
Und fortgesetzt wird sie in Der Ritter ohne Furcht und Adel, schon mal veröffentlicht im lustigen Taschenbuch Nummer 203. Am Hof von König Dagobertus wird ein Turnier veranstaltet, das verschiedene Leute für ihre eigenen Zwecke nutzen wollen. Die Herzogin Gitalia möchte gern das Herz von König Dagoberto gewinnen. Die Prinzessin Dysinea möchte sich von den stattlichen Rittern umwerben lassen. Und Ritter Gufus und sein Knappe Mikos möchten einfach nur am Turnier teilnehmen. Der Mechanikus Düsentrieb ist indessen mit einem ganz anderen Problem beschäftigt. In der letzten Geschichte ist der Ritter Donaldus aufgrund einer seiner Erfindungen auf dem Mond gelandet. Zusammen mit dem Magister Wundersam versucht er, ihn von dort wieder zurückzubekommen. Doch auf dem Mond landet Ritter Donaldus zufällig in einer Höhle, in der alle Sachen landen, die Erdbewohner irgendwann mal verloren haben. Sowohl materielle als auch immaterielle Sachen. Zu letzteren gehören zum Beispiel die Großzügigkeit von König Dagoberto, das Pech von Gustavus oder der Scharfsinn von Donaldus. Auf dem Mond befindet sich nämlich jemand, der aus all diesen Sachen eine Armee schaffen will. Mit dieser Armee möchte er auf Eroberungsfeldzug gehen. Auf der Erde hat dieser Schwarzmagier einen Handlanger, den Graf Carolus. Und dieser soll den ersten Schlag führen, und zwar gegen das Königreich, aus dem Gufus und Mikos stammen. Mausanien. Auch das ist nur der Hauptplot dieser Geschichte. Sie ist wiederum sehr umfangreich und hat etliche Nebenhandlungen. Und die Idee mit dieser Armee, die geschaffen wird aus verlorenen Einzelteilen und den negativen Eigenschaften der Menschen, finde ich extrem einfallsreich. Und nicht nur dieser Einfall ist gut, die ganze Handlung ist auch noch sehr gut geschrieben. Sie ist damit eindeutig der beste Teil dieses Buchs. Der dritte Teil der Drachenland-Trilogie, Der Geist aus der Kanne, wurde bereits veröffentlicht im lustigen Taschenbuch Nummer 226. Piraten sind im Drachenland gelandet, die natürlich die Schätze von König Dagobertur holen wollen. Die Ritter wollen sich ihnen entgegenstellen, doch da kommt es zu mehreren Pannen. Erstens, die Prinzessin Dolina, die sich verkleidet unter die Ritter gemischt hat, wird im letzten Moment enttarnt. Und zur Strafe, weil sie lieber Ritterin als Burgfräulein sein möchte, muss sie sich nun der Ausbildung zur Dame widmen. Und zweitens, Donaldus verlangt von Düsentrieb ein Reisemittel, da er ja von Pferden ständig runterfällt. Doch Düsentrieb hat leider nichts im Petto. Da entdeckt Donaldus einen Teppich, der angeblich fliegen kann. Donaldus probiert ihn aus und schwupp fliegt der Teppich mit ihm davon in ein fernes Land. Auf dem Weg dorthin stößt er in der Luft mit einem merkwürdigen Gegenstand zusammen, der aussieht wie eine Kanne. Die Kanne ist jedoch in Wirklichkeit ein Bildübertragungssystem eines außerirdischen Raumschiffs, das sich im Orbit befindet. Als das System das Bild des Piloten dieses Raumschiffs in die Luft projiziert, hält Donaldus ihn für einen Flaschengeist. Naja, Drachenland ist eine mittelalterliche Welt, die wissen halt noch nicht, was außerirdische und Raumschiffe und Bildübertragungssysteme sind und sowas. Nun erwartet aber Donaldus von seinem vermeintlichen Geist, dass er ihm drei Wünsche erfüllt. Der Außerirdische, der in Wirklichkeit Händler ist, hofft, wenn er Donald die Wünsche erfüllt, dass er mit ihm ins Geschäft kommt. Also spielt er das Spielchen mit, was Donald in manch merkwürdige Situationen bringt. Und während sich Dolina zwangsweise in den Pflichten einer Hofdame unterrichten lassen muss, dringen die Piraten immer weiter vor. Und auch bei dieser Geschichte gilt, was ich bei den anderen beiden schon gesagt habe. Das hier, was ich da dargelegt habe, ist nur die Hauptgeschichte. Es gibt wieder etliche Nebenhandlungen. Auch diese Geschichte ist wieder sehr fantasievoll und wartet mit einigen ungewöhnlichen Dingen auf. Auch ist sie wieder gut geschrieben, aber wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Denn das hinterlässt meinem Eindruck nach einen zu schalen Geschmack im Mund und reißt damit die ganze Geschichte leider ziemlich runter. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ja, um es auf den Punkt zu bringen, am Ende ist wieder alles so, wie es am Anfang war. Das heißt, die ganze Geschichte, diese ganze dritte Teil hat eigentlich nichts gebracht. Und im Gegensatz zum zweiten Teil, wo die Charaktere Fortschritte machten und auch mal aus dem Gewohnten ausbrachen, ja, da ist hier nichts mehr von zu merken.
Dieser dritte Teil ist dadurch leider etwas schwach und da es ja eigentlich den Schlusspunkt der Fantasy-Reihe bildet, ja, ist es alles in allem auch leider ein recht schwacher Schlusspunkt. Ich persönlich hätte ja die Asgardland-Geschichten in den letzten Band gepackt. Und dafür gibt es gute Gründe. Zum einen sind es meine Lieblingsgeschichten aus der Reihe. Und zum anderen, sie hätten in die Zeit gepasst, denn die Asgardland-Geschichten spielen ja alle um Weihnachten herum. Und nicht zuletzt, der Schlusspunkt wäre natürlich etwas kräftiger gewesen, als es jetzt ist. Und jetzt so im Nachhinein, wie ist die Serie denn als Ganzes? Nun, trotz der Schwachpunkte, die ich in meinen Rezensionen erwähnt habe, hat sich der Kauf der Reihe trotzdem gelohnt. Es sind sehr abwechslungsreiche Geschichten, in denen die Autoren nun mal etwas mehr machen können als im üblichen Disney-Universum, weil die Universen, um die es hier geht, unabhängig davon sind. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass die Autoren vielleicht doch noch ein klein bisschen mutiger werden, gerade in den Geschichten, wo die Charaktere nicht die Originalcharaktere aus dem Disney-Universum sind, sondern nur auf ihnen basieren, kann man so viel mehr machen. Man kann ihnen zum Beispiel das geben, was ihnen im Disney-Universum verwehrt ist, nämlich, dass sie sich weiterentwickeln. Oder gerade sowas wie in Band 6. In der einen Geschichte fliegt Donald zum Mond, aber er kommt innerhalb der Geschichte nicht mehr zurück. Davon handelt erst die nächste Geschichte. Eben das meinte ich, dass Handlungen, Sachen Konsequenzen haben und nicht, dass am Ende der Geschichte der Disney-Urzustand wiederhergestellt sein muss. Oder auch einfach in der Ausgestaltung der Charaktere selbst. Donald beispielsweise muss nicht immer der tollpatschige Unglücksvogel sein. Da trauen sich die Autoren interessanterweise im Disney-Versum mehr, wenn sie Donald in die Rolle von Phantomias schlüpfen lassen. Und was ich mir übrigens auch sehr gut hätte vorstellen können, für diese Reihe einen Band 6 zu produzieren, der die Reihe wirklich abschließt. Das heißt, dass neue Geschichten gezeichnet werden, die so eine Art Nachgang sämtlicher in den 5 Bänden erschienenen Fantasy-Geschichten hätten sein können. Ja, oder sagen wir zumindest einem großen Teil davon. Ja, aber genug der Kritik. Lesenswert ist die Reihe allemal. Und für 2014 gibt es schon eine neue Ankündigung einer Sonderreihe. Das Thema ist dann Geschichte. Na, mal sehen. Vielleicht werde ich mir diese Reihe auch noch zu Gemüte führen. Ja, das war's mit der lustigen Taschenbuch-Fantasy-Reihe. Das nächste Mal geht's um ein spezielles Thema. Bis dann. Out.